Boeing baut seit einiger Zeit fleißig an einem sehr besonderen Flugzeug. Ein Flugzeug, das viele gespannt erwarten und an das viele sehr hohe Erwartungen haben. Die 777X. Und die nimmt langsam aber sicher Form an. Es dauert zwar noch eine Weile, bis die endlich fliegen wird, aber Boeing füttert die interessierten Leute hin und wieder mal mit ein paar interessanten Bildern aus dem Boeing-Werk. Und auf dem neuesten Bild kann man, wie gesagt, sehen, dass das Flugzeug jetzt schon mal wirklich nach einem Flugzeug aussieht. Wir schauen uns heute mal an, wie weit die wirklich mit der neuen 777X sind, wie lange das noch dauern wird und was man sonst vielleicht noch an interessanten Dingen über das Flugzeug wissen sollte. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Das Bild, was man da eben im Intro gesehen hat, das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Das Besondere daran ist, man kann schon erkennen, dass das, was da gebaut wird, wirklich mal ein Flugzeug werden soll. Auf den markanten, hochgeklappten Flügelenden kann man 777X lesen. Und es ist unschwer zu erkennen, dass dieses Flugzeug wirklich riesig wird. Und es fehlt nicht mehr viel. Bald kann man das Flugzeug aus der Halle holen und da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt drauf. Mittlerweile ist es schon wieder ganze 5 Jahre her. Im November 2013 startete ganz offiziell das 777X-Programm und man entschied sich dazu, die 777X in 2 Versionen zu bauen. Die -8 oder 8X ersetzt die 200er-Version der 777 und die -9 oder 9X ersetzt die 777-300ER. Auf dem Bild sieht man die -9 und damit ist die erste Frage schon mal beantwortet. Boeing baut als erstes die 9X, also die längere Version der neuen 777 und, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, mit 76,70 Metern ist das längste Flugzeug, das Boeing je gebaut hat. Und damit wird die neue 777X auch das längste Passagierflugzeug der Welt und löst die 747-8 mit 46 Metern und 30 Zentimetern, also immerhin ist die neue 777 40 Zentimeter länger, als längstes Passagierflugzeug der Welt ab. Die 777X wird dann natürlich in gewaltige Fußstapfen treten, denn das Modell an sich, 777, konnte Boeing mittlerweile schon knapp 2000 Mal verkaufen. 1600 Stück hat man davon mittlerweile gebaut und ausgeliefert. Das bedeutet, die 777X wird man neben der aktuellen 777 bauen, denn davon müssen noch knapp 400 Stück ausgeliefert werden. Die aktuelle Version ist das größte Passagierflugzeug der Welt mit 2 Triebwerken und Fluggesellschaften wie zum Beispiel Emirates mit über 160 aktiven 777 in ihrer Flotte schwören auf dieses Flugzeug und bauen ihre gesamte Strategie auf diesem Flugzeugtypen auf. Boeing hat also ohne Zweifel ein wirklich erfolgreiches Flugzeug, ein zuverlässiges Flugzeug zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht. Und wenn man denn so möchte, hat Boeing damit auch die bessere 747 mit nur 2 Triebwerken gebaut. Denn die 777 ist wirklich riesig. In der Version 300ER, das ER steht dabei wie bei allen Boeing-Modellen für Extended Range, da passen ganze 550 Leute maximal rein, das bei einer Reichweite von mehr als 13.500 Kilometern. Und man darf eben nicht vergessen, das Ganze wird bewegt von nur 2 Triebwerken. Allein dieser Fakt sorgte dafür, dass die 777-300ER deutlich beliebter war als der direkte Konkurrent, der 440 Passagiere maximal fassende A340-600. Und das Ergebnis davon sehen wir heute. Den A340 hat man als Flugzeugmodell leider eingestampft. Die Boeing 777, die wird jetzt an dieser Stelle modernisiert. Und das ist damit auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Modernisierung. Hier wird kein komplett neues Flugzeug gebaut, sondern man holt das Flugzeug einfach in die aktuelle Zeit. Zum Beispiel mit moderneren Materialien. Beispielsweise besteht die neue Tragfläche der 777X zu einem Großteil aus diesem ja fast schon magischen kohlenfaserverstärkten Kunststoffen und so kennt man das auch von der A350 Tragfläche. Und man nutzt einfach ganz viele Technologien aus der moderneren 787. Man baut damit einfach die bessere 777. Das, was das Flugzeug eh schon gut konnte, also die Dinge, die auch die vorherige Version der 777 schon richtig drauf hatte, die behält man einfach, man merzt Fehler aus und setzt Kundenwünsche, also Wünsche der Airlines in diesem neuen Flugzeug um. Und damit wird die 777X, obwohl sie von der Basis her eben kein komplett neues Flugzeug ist, ein ernsthafter Konkurrent zum A350-1000 von Airbus. Für das Flugzeug, das da auf dem Bild zu sehen ist, hat man sich den Rumpf der 777-300ER genommen und diesen nochmals um 2,90 Meter verlängert, auf die eben schon angesprochenen 76,70 Meter. Und man hat die Spannweite, hauptsächlich zur Effizienzsteigerung, von 64,80 Meter auf 71 Meter erhöht. Was eine ganze Menge ist und Effizienzsteigerung klingt nach einem sehr plausiblen Grund. Aber es bringt halt eben auch ein paar Probleme mit sich und zwar fällt die 777X mit dieser Spannweite unter den ICAO Aerodrome Code, also quasi einfach in eine Kategorie mit dem Buchstaben F und damit in die gleiche Kategorie, in der auch eine Boeing 747-8 oder ein Airbus A380 steckt.
und sie verlässt damit die Kategorie, in der die eigentliche 777 beheimatet ist, und zwar die Kategorie E. Ohne diese bescheuerten Kategorien ausgedrückt, bedeutet das schlicht und einfach, dass man es gerne hätte, dass die 777X auf den gleichen Parkplätzen stehen kann wie die vorherige 777 auch. Also man möchte, dass die 777X wieder in Kategorie E kommt. Man möchte also auf der einen Seite mehr Effizienz, möglich gemacht durch eine größere Spannweite, was auch absolut nachvollziehbar ist, dafür wird das Flugzeug ja gebaut, kann sich diese Effizienzsteigerung aber nicht durch die operationellen Schwierigkeiten, die durch diese größere Spannweite entstehen oder damit einhergehen, kaputt machen. Also muss ein Kompromiss her. Ein Kompromiss, der bei Kampfflugzeugen schon seit Jahrzehnten auf Flugzeugträgern zum Beispiel absoluter Standard ist, und zwar hochklappbare Flügelenden. Das ist in der zivilen Luftfahrt noch ziemlich neu. Diese hochklappbaren Flügelenden, die Boeing da bei der 777X einsetzen möchte, die sind schon seit einigen Monaten zertifiziert. Boeing darf diese also bei dem Flugzeug verwenden und, wie unschwer zu erkennen ist, sind die bei dem Testflugzeug auch schon installiert. Diese beweglichen Flügelenden sind dabei gerade so groß, wie man es eben braucht. Also, es entstehen bei diesem Flugzeug zwei Spannweiten, und zwar mit hochgeklappten Flügelenden oder halt eben mit ausgeklappten Flügelenden. Da hat man dann 71,10 Meter und wenn man die Dinger wieder einfährt, dann hat man wieder, wie bei der alten 777 auch, 64,80 Meter. Das Flugzeug kann also da parken, wo die andere 777 auch parken kann. Ziemlich clevere Lösung. Eine andere wirklich wichtige Komponente, wenn nicht sogar die wichtigste Komponente, ist natürlich das Triebwerk. Das wird, wie auch bei der 777-300ER davor, exklusiv für dieses Flugzeug von General Electric gebaut. Dabei handelt es sich um das sogenannte GE9X. Und das klingt ziemlich aufregend, hat 325 cm Fan-Durchmesser, was übrigens 5 cm weniger sind als beim vorherigen GE90-115B-Triebwerk, was für viele das Triebwerk ist, weil es schlicht und einfach das größte und stärkste der zivilen Luftfahrt ist. Damit ist das neue Triebwerk für die neue 777 nicht nur etwas kleiner als das alte, sondern auch etwas schwächer. Macht aber nichts, keine Angst, 470 kN Schub ist immer noch ganz ordentlich und reicht aus, und das obwohl die neue 777 ganze 12 Tonnen schwerer wird als die alte. Aber wird wie gesagt ausreichen, 470 kN, damit ist das Triebwerk übrigens 3,5 mal stärker als ein CFM56 Triebwerk, welches unter dem A320 hängt. Tja, ist mit knapp 40 Millionen pro Triebwerk aber auch gut viermal so teuer. Versprochen wird aber ein bis zu 10% geringerer Spritverbrauch im Vergleich zum alten GE90 Triebwerk und man soll damit sogar 5% effizienter fliegen können als mit dem Triebwerk des Airbus A350-1000. Dazu kommen dann noch mal ein paar Effizienzpunkte durch die neuen Tragflächen, sodass die 777X bei ihrer maximalen Reichweite, wenn man sie wirklich so auslastet, wie es gedacht ist, dass die dann 12-13% effizienter zu betreiben ist als die aktuelle 777-300ER. Da wollte man hin. Also ein wirklich beeindruckendes Triebwerk und keine Angst, nur weil es 5 cm weniger Ferndurchmesser hat als das vorherige Triebwerk, sieht es nicht unbedingt weniger beeindruckend aus. Ihr kennt bestimmt alle das Bild, wo es da zum Testen unter der 747 hängt. Also das ist schon ganz ordentlich. Dazu kommt noch ein weiterer ziemlich interessanter Punkt, finde ich zumindest, und zwar wird man es schaffen, das Flugzeug für die Passagiere etwas breiter zu gestalten. Und das, obwohl man ja eigentlich den gleichen Rumpf von der Breite her verwendet, wie bei der vorherigen 777 auch. Aber man schafft es, die Wände des Fliegers mit Dämmmaterial und mit der Verkleidung und so weiter schmaler zu bauen, so dass man 10 cm mehr in der Breite rausholen kann. Dann passen immer noch 10 Sitze in eine Reihe, aber man hat eben ein bisschen mehr Platz. Knapp 6 Meter mittlerweile. Des Weiteren profitiert man, wie anfangs bereits erwähnt, von der modernen Ausstattung der Boeing 787. Also diese ganzen klassischen Sachen, die immer wieder in der Werbung genannt werden, sprich größere Fenster, höhere Luftfeuchtigkeit, mehr Ruhe. Das soll jetzt alles auch bald auf die neue 777 zutreffen. Also, wer sich wohlfühlt in der 787-Kabine, dem wird bestimmt auch die 777X-Kabine zusagen. Diese Entwicklung, die geht natürlich weiter bis vorne ins Cockpit des Fliegers, denn dort in der neuen 777 wird man dann auch große übersichtliche Monitore finden, wie auch im Cockpit der 787. Und damit sind wir doch jetzt an einem ganz interessanten Punkt, oder nicht? Ich meine, wir haben gerade erst in den letzten Videos über das Potenzial des A321 gesprochen. Ein Potenzial, welches die Boeing 737 nun mal nicht mehr bieten kann. Und jetzt können wir das eigentlich genauso auf die 777 und den A350 auf der Langstrecke übertragen, mit dem Unterschied, dass Boeing hier mit der 777 eindeutig die Nase vorne hat. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber die haben mit der 777 ein zuverlässiges zweistrahliges Großraumflugzeug gebaut, genau das, was die Fluggesellschaften haben wollten, und sie haben es zur richtigen Zeit gebaut. Das alles, während Airbus den A330, den A340 und den A350 baute. Und versteht mich nicht falsch, natürlich war am Markt für alle Flugzeuge durchaus Platz und jedes Flugzeug hat am Markt auch seine Berechtigung, sonst wäre es auch ein bisschen langweilig, aber trotzdem kann es die 777 irgendwie mit all diesen Modellen aufnehmen und kann mit all diesen Modellen konkurrieren und geht dann meist als Sieger aus der Sache hervor.
Und am Ende wollte ich für euch die wichtigen Zahlen und Daten nochmal schnell zusammenfassen. Die erste 777-9X, die erste Testmaschine von 4 Stück, die dann bei Boeing das ganze Testprogramm zur Zertifizierung da durchlaufen werden, die wird jetzt Anfang 2019 die Werkshallen bei Boeing verlassen. Diese Maschine wird dann im zweiten Quartal des Jahres 2019 zum ersten Mal fliegen, also da ist der Erstflug der neuen 777, und 2020 soll die erste Maschine dann zur Lufthansa kommen. Und 2020 kommen dann auch nochmal zwei Flieger vom Typ Boeing 777-8X, also von der kürzeren Variante zur Boeing Testflotte. Die ist mittlerweile aber nicht mehr wirklich kurz, sondern jetzt deutlich länger als die vorherige 777-200. Mittlerweile kommt die 777-8X dann nämlich auf knapp 70 Meter Rumpflänge und die kann über 16.000 Kilometer weit fliegen, was echt ganz ordentlich ist. 2022 ist ganz nebenbei auch wieder WM. Jo, und 273 Mal konnte man die 777-9X, also die längere Variante, bis jetzt verkaufen, 53 Mal die 8X. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, man behält sich die Option vor. Sollte Airbus tatsächlich auf die völlig wahnsinnige Idee kommen, nochmal einen verlängerten A350, 1100 oder wie auch immer zu bauen, dann baut man wohl eine Boeing 777-10X, die dann wahrscheinlich knapp 80 Meter Rumpflänge haben wird. Was auch ziemlich cool wäre. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und ich denke mal, viele von euch freuen sich sehr auf die neue 777. Also dauert gar nicht mehr so lange. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.